Also zwischenzeitlich natürlich mal mit den verbliebenen Accounts, die wir hier noch in petto haben. Wir hatten ja mal 3 Stück, mittlerweile sind es ja nur noch 2 aktive. Und ja, aber ich persönlich spiele, wann spiele ich denn mal WoW? Ich glaube, das letzte Mal hatten wir, glaube ich, zusammen noch gespielt. Das ist auch schon wieder 2 Monate oder 3 Monate her, ne? Ja, Mürbeteig. Ja, genau. Unsere Charaktere hießen Mürbeteig und Hefeteig und wir haben dann eine Gilde gegründet, die hieß die Teig GmbH und Co. KG. Das fanden wir einfach mega cool. Und dann hatten wir hinterher auch noch irgendwie Leute gefunden, die fanden das so cool und haben sich dann auch neue Charaktere erstellt und dann irgendwie Kneten und... Rührteig. Rührteig und was hatten wir da nicht alles gehabt und Schüssel und Butter und das war echt schon lustig. Aber nicht lustig. Das ist halt lustig, das ist echt cool, wenn dann so Leute mitziehen, weil einfach nur, weil es Spaß macht. Das ist immer das Beste, wenn ein Spiel einfach mitgezogen wird, weil es Spaß macht. Oder? Ja. Ja. So, da gehen auch Leutnende jetzt in die nächste Hütte. Ich glaube sogar 2, ne? Mhm. Deswegen habe ich auch Leutnende gesagt. Und da unten könnten wir noch einen Steinbruch hinbauen. Dem konnte man noch nicht sagen, mach weiter, ne, dann Radios, das ging hier noch nicht, ne? Nein. Ich bin witzig, ne? Ja. Bau mal da an der Hütte, ist doch die Fahne. Siehst du die? Ja, da, da drüber. Links. Die da, hier. Auf den Punkt klicken. Da auf den Punkt. Ja. Und da baust du jetzt einen Stein dazu. Ja. Schieße. Und jetzt haben wir unten auch Dingens, den Bergansatz. Dann können wir noch eine Hütte bauen Ansatz, und dann, ja. Ja, da ist sowieso nicht so viel, ne? Also hier, das ist fast nix hier oben, die Grenze. Wir müssen runterkommen, weil unten ist irgendwie mehr. Hier? Ja, ja, genau. Setz da einfach mal noch eine hin. Ja. Radius. Ist die lustig. Ja, nimm den Weg. Links rum. Sieht umständlich aus, ist aber schnell. Ja. Ja, nee, alle 2, genau. Deswegen und da kann einer hin, nee, da. Und da. Irritiert, ist darum oder darum? Ja, ja, aber besser ist immer zum Beispiel 3 grüne oder 4 grüne zu nehmen als einen roten, weil bei dem roten dann sieht es aus, als wenn die auf der Stelle laufen, so. Das, da passiert einfach nichts. Das ist... Kappes. Die rollen wieder runter. Wie die eine auf dem Schiff. Siehst du, kurz vor der Fahne. Wieder runter. Wie damals die eine auf dem Schiff. Oh ja, die dicke, die dann da von links nach rechts rumgerollt ist. Das war so eine, die geht zum Bäcker und sagt, ich hätte gerne... Rumkugeln. Ich hab's falsch gesagt, ich möchte gerne rumkugeln. Ja. Ich hab's falsch, deswegen hatte ich kurz gestockt. Ich wollte, ja, ich möchte gerne rumkugeln, genau. Mhm. Hey, da ist Kohle! Links, links, Kohle! Nein! Das war Steffi. Ja! nee! Das war ich nicht. Ist der noch aktiv, der Geologe? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Oder ist er bei den Gegnern irgendwo am Rumklüppeln? Sonst mach doch da mal, setz mal da die Kohle. Wenn da die Fahne ist, mach da an dem grünen Strich mal. Ja. Ja, setz die Kohle mal. Setz die Kohle mal. Dann wissen wir nämlich, wo die Fahne ist. Verstehst du? So, und jetzt kannst du nämlich da zum Beispiel auf das Grüne, auf die Kante, eine Fahne setzen. Die verbindest du jetzt mit der Hütte und dann setzt du da nochmal einen Geologen hin. Und da unten können wir eigentlich auch schon mal einen hinschicken an den Berg. Wir haben zwar nur den Ansatz, aber da können wir auch schon mal einen hinschicken. Den können wir da hier, ne? Genau. Wir können da auch hier nochmal einen Holzfäller oder sowas hinmachen, oder? Ja, warum nicht? Würde ich aber nochmal erstmal das Sägewerk platzieren. Dann würde ich direkt mit Sägewerk kombinieren. Genau. Rechts. Ja. Und vielleicht dann auch wieder ein Forsthaus dazusetzen, damit nicht die Bäume so schnell weggehen. Hier so in den Wald rein. Der Holzfäller hat ja doch schon einen ganz guten Radius. Ja, das ist gut. Forster. Ja. Forster. Förster. Ich denke auch mal, dass Holzfäller und Sägewerk schon angeschlossen werden können. Ich glaube, wir sollten da unten dann auch irgendwo mal langsam ein Lager platzieren.
Ich bin mir aber irgendwie nicht mehr so sicher mit den Lagern, weil irgendwie hat das beim letzten Mal gar nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, ne? Das geht nicht. Wie weit ist der denn hier? Da oben, guck mal. Wenn wir da an die Kante noch eine Hütte setzen, müssten wir noch ein bisschen nach oben was kriegen. Aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Schade. Ja. Ja. Ja, aber wenn wir die, dann könnten wir da oben dann noch eine setzen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Sollen wir die schon mal anschließen hier? Klar, warum nicht? Ist ja nicht so, als wenn wir schon direkt einen Schlosser brauchen würden. Grün, zurück. Nimm den unteren gelben, ja oder so. Ja, gut. Der untere gelbe sah irgendwie flacher aus, aber dann kam ja direkt grün. Okay, scheiß Baum beim Weg. Baum. 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 Wo war das denn? Ah ja, Siedler 7, wenn du da immer die Novizen oder so ausbildest, dann kommt immer Baum. Das ist immer ganz komisch. Kriegt ihr jetzt erstmal voll den Lachflash wegen Baum. Tja, das fand ich nicht vor. Wie die das sagen. Was? Der Baum. Achso, Baum. Ja, ja. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht diskriminierend werden. Nein, um Gottes Willen. Wir haben ja auch einen schwulen Kollegen, das müssen wir mal dazu sagen. Ja, das stimmt. Also ein aus unserem Freundeskreis ist schwul. Mhm. Und also wenn jetzt hier irgendwelche Schwulen uns zugucken sollten, wir haben nichts gegen euch. Ja. Ah, guck mal, da unten ist auch Kohle. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Gold, ne? Mm. Gold ist so ein bisschen hier die Zentralmacht, habe ich langsam gemerkt, weil du kannst mit 100 Leuten angreifen. Ja, aber er baut ja keine Goldmine, der Spacko. Du bist wieder unterwegs. Hm? Ich werd gehaut. Ich bin gerade überlegen, ob wir da nicht mal die Hütte angreifen sollen. Weil dann haben wir da ganz viel Kohle und Gold und... Aber der hat da... Offiziere drin. Offiziere drin. Ich glaube sogar drei, ne? Ja. Wenn nicht sogar noch ein Leutnant war, glaube ich nicht dabei. Aber ich glaube, es waren Offiziere. Ich meine, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Immerhin hat er uns auch schon zweimal angegriffen, ne? Aber ich meine, da wären auch immer wieder Offiziere nachgekommen. Aber ich will kämpfen. Ich bin immer so einer, ich muss kämpfen. Wie viel haben wir denn noch in der Burg? Unser Waffenschmied ist ja eigentlich schon fleißig am Produzieren. Was haben wir denn da? Ah, ich meine so ein Angriff. Und das Geile ist ja, was Schlechteres als ein Gefreiter kann gar nicht in die Hütten reingehen, weil wir haben nichts Schlechteres als Gefreiter. Guck dir das mal an. Schisse? Komm, greif an, komm. Komm. Nein, nicht die. Die. Da, genau. 8 Stück. Hallo, da sind 3 Stück drin, da kannst du nicht mit 5 angreifen. Mit einem. Ja, mach volle Pulle, komm, geh auf die 2. Angriff! Nee, komm, mach 8 Stück. Los! Gold! Ist zwar nur ein kleines, aber Gold und Kohle. Gold und Kohle. Gold! So muss das sein, Leute. Und die Hütte ist gleich fertig. Gar nicht. Die. Das war total irritiert. Was will der von mir? Ich wohl fertig. Oh ja, Leutnant. Oh. Weißt du, was lustig ist? Ich habe eingestellt, wir greifen mit den Schlechten an. Und jetzt laufen da Leutnände hin. Ach, wir haben schon Ritter. Nee, aber da waren keine Schlechteren dann in der Hütte. Waren dann 3 Leutnände drin. Ist ja dann. Sind ja dann, Leutnände sind ja von 3 Leutnänden die Schlechten. Gott. Jawohl, jetzt gibt's hier direkt erstmal auf die Fresse hier, aufs Fressbrett. Ja. Und der Gefreiter wird's richten. Oh, guck mal, da ist ein Gefreiter drin. Komm, die Wurstmaste. Das ist ein Teufelskerl, ist das. Ja. Oh, da ging schon mal in die Hose. Sag ja, ist ein Teufelskerl. Satansbraten. Ist doch mal ein Film so, ne? Ja. Der wäre echt lustig. Oh, guck mal, ein Schlappi!
Juhu! Und wehe, ihr prügelt den jetzt nicht weich. Ist halt jetzt nur so ein bisschen doof, dass wir den Gefreiter vorher nicht gekillt haben. Ja. Ah, und den verlieren wir auch. Okay. Och, Steffi, jetzt hör aber mal auf. Nee. Das heißt, ich fühle mich wohl. Ey, da sind zwei Gefreiter und ein Schlappi drin. Ich war ja mal jetzt verloren, ne? Mhm. Drei. Ey, das gibt's doch nicht. Sind unsere zu doof zum Kämpfen? Das ist echt unglaublich. Ich meine, klar, wir haben eine geringe Kampfkraft, aber dass wir mit höheren nur gegen diese Pissviecher verlieren, das ist schon ein bisschen unrealistisch. Ja. Weil da sollte ja dann die Kampfkraft nicht der pure Faktor sein, ne? Ja, das ist genauso, wenn ein... Ja, nein, wenn einer von der GSG 9 gegen so einen normalen Gorilla da... Nur als wenn eine Atombombe halt keinen Schaden anrichten würde. Ja, genau. Wenn eine Atombombe weniger Schaden verursachen würde als eine ganz normale Handgranate. Ja. What the fuck? Aber guck mal, vier Leute schon verloren an so einem Pisskram. Ja. Bald der fünfte. Und ja, das wird der fünfte sein. Und... Nein! Nein! Das Problem ist, das war jetzt eigentlich... Jetzt müssen wir die Hütte schaffen, weil... Jetzt kommt Nachschub und da ist ein Offizier. Wenn wir jetzt die Hütte nicht schaffen, haben wir da einen Offizier statt einem Schlappi drin. Und dann wird der nächste Angriff wieder schwieriger. Ja. Los! Jawohl! Ja! Jetzt noch einer! Mann, Leute! Kommt schon! Aber das macht alles der Gefreiter, ey. Überleg dir das mal. Leutnant verliert, Offizier verliert und jetzt kommt ein Gefreiter und kloppt sich da durch, ey. Komm! Ach, scheiße. Egal, wir haben noch drei Leute für diesen einen Kacktyp. Was kommt denn da jetzt noch als Nachschub? Ah, bis jetzt nur der Offizier. Genau, Leutnant, geh mal ran und mach das jetzt. Ist besser, dass der Leutnant jetzt an der Hütte kämpft, anstatt gleich gegen den Offi. Komm! Nein! Du Blödmann! Das gibt's doch nicht. Zwei Leute noch. Ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht noch direkt nochmal ein paar hinschicken sollen, aber... Ist halt doof, wenn wir es dann gewinnen, ne? Ja. Aber ist halt kacke, wenn wir es jetzt nicht gewinnen. Aber der ist jetzt da. Schaffen wir nicht. Ja, den verlieren wir auch. Ja, jetzt muss der Offizier es machen, ansonsten nochmal verloren. Die Hütte will ich haben, ey. Jetzt haben wir zwei von drei schon weg. Scheiße. Nein! Fuck it! Jetzt habe ich nochmal drei hingeschickt, ne? Was kommt denn da noch nach? Ist jetzt gar nichts. Naja. Gucken wir mal. Gold. Ganz wichtig. Klemmen wir auch direkt an mit Kohle. Machen wir hier unten die Goldproduktion. Ja. Ha? Müssen wir die Goldschmiede hinmachen, ne? Yep. Bäh, ist ja alles kacke hier, ey. Und ah, hier geht's lang. Ah, guck mal. Ich hab einen Weg gefunden. Gerade sagen, ob du doch von dem machen ja, kannst. Ja, das war besser. Zwar ein bisschen Geld mit drin, aber egal. Und hier können wir doch bestimmt auch irgendwo direkt die Schmelze... Da, guck mal, da können wir auch direkt die Schmelze hinbauen. Das war alles so ein bisschen umständlich. Ja, ja, ja. Ey, das gibt's nicht. Acht Leute! Ja. Das gibt's nicht, ey. Ja gut, dann ist das jetzt ein verlorener Kampf. War dumm. Hätten wir eher machen müssen, dann nochmal welche hinschicken. Hätten wir das eher gemacht, dann wäre das besser gewesen. Scheiße, ey. Bei unseren sind auch viel zu doof zum Kämpfen, ey. Ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist für mich ein Unding. Also es kann nicht sein, dass... Da waren zwei Gefreiter und ein Schlappi drin. Und es kann ja nicht sein, dass zwei Leutnände, drei Offiziere daran verrecken.
Also das ist für mich unlogisch. Ich meine, klar, es gibt eine Kampfkraft und ich kann es ja auch verstehen, wenn man dann mal einen Kampf gegen sowas verliert, aber dass dann alle da dran draufgehen. Ich meine, nur ein Gefreiter hat von uns jemanden von denen getötet. Ja. Und das ist schon ein bisschen unlogisch. Ja, gut. Jetzt sind da zwei Offiziere drin. Dann haben wir den Kampf verloren. Und zwar haushoch. Ja, gut. So läuft's. Jetzt haben wir hier ganz viele Dingens hier. Minen. Eisenminen. Können aber nur eine davon bauen. Schade. Ja. Das ärgert mich jetzt gerade, ey. Sowas ist ein Unding. Ja, da lacht sich jetzt einen ins Fäustchen, ne? Ne, wir können zwei bauen. Wenn wir die Straße hier wegnehmen, die wir sowieso nicht brauchen, dann können wir hier eine hinsetzen. Und hier. Ne, aber sowas, das ist... ja, ich meine, das Spiel ist von 1994, was will man da erwarten, aber das ist unbalanciert. Ich meine, klar, es gibt eine Kampfkraft, als Verteidiger hast du 100%, völlig okay. Aber wenn du doch irgendwie ein Schlappi, ein Gefreiter, ein Offizier, ein Leutnant und ein Ritter zur Verfügung hast, ne, dann muss doch auch jeder seine eigene Höhe von Kampfkraft noch zusätzlich geben. Meinetwegen ein Schlappi kriegt 0% da drauf und... Gefreiter kriegt irgendwie 15% drauf, ein Offizier 20 oder 30 oder so, weißt du? Weil, guck mal, wie viel Kampfkraft haben wir? Geh mal auf den, hier? Den rechten. Guck mal, wir haben 28%. Das heißt, im Prinzip müsste ein Leutnant fast an die 100 kommen für mich. Ja. Das macht keinen Sinn sonst. Sogar noch über 100, weil, wozu hat man die denn sonst, wenn die doch genauso schlecht sind wie die anderen? Wozu hat man denn dann die unterschiedlichen Kategorien von Ritter bis Schlappi? Hätten sie ja theoretisch auch eine Einheit machen können. Ja klar. Ne? Ja, aufs Gleiche dann sind ja. Ich meine, dass jeder jeden schlagen kann, finde ich ja völlig okay. Finde ich auch legitim. Aber dass eine ganze Armee an so Pissdingern zerstört wird, finde ich irgendwie ein bisschen unlogisch. Da sagst du was. Ja, oder? Oh, da können wir ganz viele Kohle minen. Sind zwar nur klein, aber lass sie doch nehmen. Na? Was ist mit dem rechten? Kriegen wir den nicht? Nee. Doch. Ja, dann würde ich den auf jeden Fall nehmen. Und dann gucken, welcher von den anderen noch funktioniert. Beide. Ja, dann sucht er einen aus. Der andere nicht mehr? Doch. Ja, okay, dann eben alle drei. Ach Mensch, ey, das ist aber mehr als... Ärgerlich. Doof. Sehr, sehr ärgerlich. Da habe ich gerade übrigens auch drüber nachgedacht. Wollte dir sagen, mach doch da mal eine Verbindung rüber. Ja, ja. Nee, das war nicht schön. Das war grad doof. Manu. Muss ich jetzt auch mal sagen. Aber wir haben ja noch genug Leute, so ist es ja nicht, ne? Aber trotzdem. Leutnende drin. Offiziere, Leutnende und bla. Wir machen das jetzt einfach ein bisschen anders. Wir halten jetzt erstmal hier unsere Verteidigung. Ich würde auch sagen, wir versuchen den mal so ein bisschen einzukesseln, dass der nur in eine Richtung entweichen kann. Boah, ist der groß. Oh, okay, das mit einer Richtung entweichen hat sich wohl gerade erledigt. Der versucht sogar von unten ranzukommen. Guck mal, der nimmt uns da gleich den Berg weg. Runter. Da. Der nimmt uns da den Berg weg. Der Penner. Nee, nee, nee.